Prehistoric Kingdom hat einen neuen Dev Diary für den Januar 2024 veröffentlicht. Und in diesen Dev Diaries steht ja immer drin, was uns für das kommende Update und auch für die Zukunft des Spiels erwartet. Und diesmal wurden da ein paar sehr interessante Dinge gezeigt. Das Highlight seht ihr sogar direkt hier schon. Das sind nämlich Baby-Dinosaurier. Die bekommen wir vermutlich noch im Laufe des Jahres für das Spiel. Das hier ist ein kleiner Edmonto. Aber wir sehen da gleich auch noch mehr zu. Ich scroll jetzt schon mal runter. Das hier ist auch eine neue Karte. Sehen wir gleich auch noch mehr zu. Das ist die Kanada-Karte. Ich werde das Ganze übrigens so ein bisschen überfliegen. Also ich zeige euch nur die Highlights. Ich werde jetzt nicht hier auf jede Kleinigkeit eingehen. Und jetzt, damit es einfach ein bisschen übersichtlicher bleibt, kommen wir erstmal zu den Sachen, die mit dem nächsten Update kommen. Also Update 10, das kommt noch im Laufe dieses Monats raus. Da wird nämlich als allererstes das Dinosaurier-Clipping überarbeitet. Weil vorher war es halt so im Spiel, dass die Dinosaurier einfach komplett durcheinander durchgelaufen sind. Also die sind gar nicht ausgewichen, wenn die aufeinander zugelaufen sind. Und das wurde jetzt hier ein bisschen behoben. Es kann schon nochmal passieren, dass zum Beispiel der Kopf von dem einen Dino in den Schweif von dem anderen so ein bisschen reinklippt. Aber ansonsten sieht das hier schon echt gut aus. Und ich finde, das macht auch viel aus, wenn die halt ein bisschen einander ausweichen. Sieht sonst halt sehr unrealistisch aus. Und dann bekommen wir auch schon direkt 4 neue Spezies insgesamt. Einmal das Elasmotherium, ein haariges Nashorn. Das wird auch verschiedene Skin-Varianten haben, wo dann die Horngröße und Hornform auch so ein bisschen variiert. Finde ich optisch auf jeden Fall cool. Und hier sehen wir es sogar nochmal. Die Weibchen haben sogar nur hier so ein, ja, abgeschnittenes Horn, so sieht es fast aus. Aber wir bekommen sogar noch ein Nashorn, nämlich den haarlosen Vorfahren von dem, wie hieß er noch? Elasmotherium. Das Sinotherium. Ja, auch wunderschön. Und dann bekommen wir auch noch 2 verschiedene Arten von Höhlenlöwen. Ich weiß gar nicht, ob die das jetzt schon sind, aber ich gehe hier eher davon aus, dass das Weibchen und Männchen sind, oder? Weil hier ist ja so ein bisschen, ja, Mähnenansatz. Kann gut sein, dass wir noch eine andere Art kriegen und die wurde hier noch nicht gezeigt. Also ich gehe einfach davon aus, dass das einfach die unterschiedlichen Geschlechter sind. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr da genaueres wisst. Das heißt, insgesamt 4 neue Säugetiere für das Spiel. Und als nächstes bekommen wir auch ein neues Bauset, nämlich das Steinzeitalter-Bauset. Mit so ganz viel Leder und Holz und, ja, antiken alten Sachen. Finde ich optisch auch echt gut. Ist halt sehr, sehr passend zu diesen Mammuts und Nashörnern und Berglöwen. Oder Höhlenlöwen, nicht Berglöwen. Na, guck mal, sogar so Wandmalereien. Ja, coole Idee für so ein Set. Sogar so ein altes Boot hier. Dann hier diese Stonehenge-Dinger. Und natürlich auch ein neues Soundset. So Palisaden sind das. Ah, hier sogar noch ein zweites Soundset. Aus Stein. Ach gut, wie hier diese Gucklöcher drin sind bei dem großen Zaun. Ja, und dann kommen wir auch schon direkt zur neuen Karte. Die haben wir ja gerade auch schon angeteased gekriegt. Das ist nämlich die Kanada-Karte. Erinnert stark an Jurassic World Evolution, muss ich sagen. Aber mag ich sehr gerne, gerade mit diesen schönen Schneebergen im Hintergrund. Und dann überall hier diese Tannenbäume. Oder Nadelbäume, nicht Tannenbäume. Ich bin mal gespannt, wie das mit den FPS ist. Weil hier sind ja super viele Bäume. Und jeder Baum ist ja gefühlt ein eigenes Objekt in dem Spiel. Mal schauen. Und in der Nacht bekommen wir sogar Polarlichter. Auch sehr, sehr atmosphärisch. Und das waren jetzt auch schon die Sachen, die uns für das nächste Update, was noch diesen Monat rauskommt, erwarten. Also eine Menge, eine neue Karte, 4 neue Spezies, neues Bauset. Das ist schon ein ordentliches Update. Aber uns wird auch noch ein bisschen verraten, was so in Zukunft auf uns zukommt. Und das schauen wir uns jetzt nochmal schnell an. Es wird nämlich Mitarbeiter geben und auch ein bisschen mehr auf die Logistik wird eingegangen.
Hier kriegen wir nämlich schon mal so einen Sneak Peek, was für Mitarbeiter wir im Spiel dann ja so bekommen werden. Einmal Kassierer, die werden dann logischerweise in Kiosken und Läden und sowas die Gäste bedienen. Dann haben wir Hausmeister, die machen zum Beispiel Toiletten sauber oder machen den Müll aus dem Mülltonnen weg. Und auch Logistiker haben wir hier. Die liefern Sendungen von der Verladestelle zu den verschiedenen Lagereinheiten im Park, zum Beispiel zum Warenlager oder zum Futtermittellager. Außerdem bekommen wir auch noch Keeper, das sind die Tierpfleger. Die kümmern sich zum Beispiel darum, dass die Futterstellen immer aufgefüllt werden und die reinigen auch die Lebensräume der Tiere, also machen den Mist weg und sowas. Dann haben wir Tierärzte, sind logischerweise dafür da, wenn ein Tier verletzt ist, dann kümmern sie sich darum. Dann haben wir auch noch Security, die ist dafür da, die Gäste zu schützen in Notfällen. Und dann haben wir auch noch Ingenieure, die sind dafür da, zum Beispiel beschädigte Zäune zu reparieren. Also eine sehr interessante Auswahl an neuen Mitarbeitern, die uns erwarten. Und jetzt wird es sehr, sehr interessant. Ach, das kann ich gar nicht groß machen, schade. Aber wir bekommen auch Baby-Dinosaurier. Zwei kleine süße Edmontos. Und man sieht hier sogar die Entwicklungsstufen. Also die sehen halt, die sind nicht nur einfach kleiner gemacht, sondern die sehen auch anders aus. Hier hat er zum Beispiel diesen Knubbel auf dem Kopf. Und der entwickelt sich halt erst, wenn sie älter werden. Als Baby haben die das noch gar nicht. Und die Haut und sowas ist halt auch weicher und noch nicht so rau. Sieht man, glaube ich, hier auch ganz gut. Und was auch noch in dem Text steht, ist, die machen halt auch andere Geräusche. Also die Babys quietschen dann ganz, ganz süß. Was man aber auch noch dazu sagen muss, ist, dass die Babys immer gleich aussehen, egal welchen Skin man auswählt. Also wenn ich hier zum Beispiel einen anderen Erwachsenen-Skin auswähle, würde das Baby trotzdem so aussehen. Also es gibt immer nur eine Baby-Variante pro Spezies. Jetzt stellt sich natürlich für uns Spieler die Frage, wie können wir diese Babys erstellen? Es ist halt so, dass man in der Brutstation das Alter des Tieres auswählen kann. Das heißt, man selber kann dann direkt ein Baby ausbrüten. Es ist dann leider noch nicht so, dass die Dinosaurier sich paaren und Eier legen und dann neue Babys entstehen. Das werden wir erst hoffentlich irgendwann auch noch bekommen, aber das ist erstmal noch nicht geplant. Aber es ist ja trotzdem cool, dass wir dann auch Babys mit ins Gehege packen können. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Hier steht das nochmal mit dem Brüten oder der Zucht. Also das ist erstmal noch nicht am Start. Ja, und mit Update 12 bekommen wir auch eine neue Spezies. Also ist noch ein bisschen hin. Der Apatosaurus ist geplant. Ja, sieht auch cool aus. Und auch der Brontosaurus ist geplant. Da gibt es leider nur dieses Bild zu. Aber das dauert noch ein bisschen, bis wir die bekommen. Ja, dann steht hier noch so ein bisschen Text für die Community und auch ein paar Community Spotlights. Die finde ich auch immer sehr schön. Der ist sogar so richtig bedeckt mit diesem Algenzeug. Ist das denn so, wenn man so ein Gewässer hat? Ich habe es noch nie ausprobiert. Das sieht auf jeden Fall echt cool aus. Müsste man mal ausprobieren. Sehr schönes Gehege. Ja, das kann ich wieder nicht groß machen. Ja, und das war der Devlog. Ich habe den halt jetzt nur grob überflogen und euch die wichtigsten Dinge gezeigt. Aber ich denke, ihr habt jetzt hier nichts verpasst, was super wichtig ist. Highlight ist natürlich wahrscheinlich für die meisten, genauso wie für mich, die Baby-Dinosaurier. Aber die sind ja noch ein bisschen hin, ne? Das müsst ihr bedenken. Ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte euch gut und schnell über das kommende Update und die Zukunft vom Spiel informieren. Falls ja, würde ich mich selber ein Like freuen. Abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke. Und schreibt auch gerne, wenn ihr mich unterstützen wollt, einen Kommentar für den YouTube-Algorithmus. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.